Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Und ich sage es auch gleich, wie es ist. Ich werde das heute ein bisschen lieblos machen, da ich aktuell in der Vorbereitungsphase für mein Festival bin. Das ist nicht mehr lange hin. Und ich habe auch viel vor, deswegen lasst uns kurz drüber schauen, was heute mit dem Patch alles kommen wird. Lost Ark Sommerhitze. Wir bekommen Echidna. Endlich schön toll. Problem ist, ich kann diese ID nicht spielen, weil ich bin auf einem Festival. Ist mit der ganzen Static schon abgesprochen. Die soweit übrigens steht. Gestern noch ein Thermine gemacht. War ein bisschen kritisch, ne? Gate 1, boah, hatten wir kurz einen Moment. Gate 2, boah, hatten wir kurz einen Moment. Gate 3, war spannend. First Try, keine Ahnung, was da heute wieder los war, aber es ist immer wieder schön. Cool. Ja, wir werden wieder, wir haben es so gemacht, wir rennen jeder so sein Ding für sich, diese ID, oder wir lassen es einfach, oder wir hauen montags einfach zusammen kurz rein, weil montags bin ich wieder da. Körperlich völlig am Ende, Stimme mit Sicherheit auch nicht vorhanden, aber. Und ich kann mir auch keine Guides vernünftig angucken, sie studieren. Was mit den Esters, dies, das, Ananas. Geht nicht. Ist egal, das ist mein Festival, kommt dazu noch. Also morgen. Könnt ihr euch gerne angucken, könnt ihr lassen. Das muss man sich nicht für interessieren. Ja, wir bekommen natürlich. Oh, Patch Schutz mit Henry. Ich mag den Typ. Finde ihn super cool. Und Echidna wird der erste Kasaros Raid sein. Wir haben jetzt die Legion Raids durch, sprich also alle Kacklappen plus Obermufti Thermine. But! Und weg ist er. Jetzt kommt Kasaros, ist quasi dasselbe. Wir hauen die ganzen Commander weg, bis dann Kasaros endlich kommt. Und ich wette, der wird ein richtiger Huren. Cool. Aber Echidna, ich habe mir die Guides trotzdem soweit schon angeguckt. Sieht sehr spaßig aus. Wie immer, mit Sicherheit super kompliziert, aber. Es dürfte eigentlich am Ende wieder sein, wie immer. Wenn du das Ding einmal drin hast, dann hast du es drin. Wie wir auch gesagt, hier, so sind es hat zwei Gates. Wir bekommen Ratgeber-Quest, wir bekommen Folgetitel, alles, was war. Drei neue Reittiere, schön. Dann bekommen wir extra mal Bilder, damit wir auch wissen, ja, sie hat große Brüste. Und ja, ich werde oft daran verrecken, dass ich darauf schauen werde. Das ist nicht mit wie Vikis, wo beim Buba-Tester. Nee, nee, die hält dir das Ding ins Gesicht. In Übergröße. Geil. Naja, egal. Atelier-Fähigkeiten. Hast du gesehen, noch nochmal. Das ist ja jetzt, glaube ich, so, das funktioniert ja ein bisschen anders mit den Esters. Dementsprechend. Will ich mal gucken. Neues Fortschrittsverstärkungssystem bekommt das Advanced Toning. Und das sollte uns einfach relativ zügig dann auch mit Echidna von 1620 auf 1630 bringen. Damit auch mein Hard Ready. Und den ganzen anderen Bums. Und Echidna hat natürlich auch. Und dann können wir weiterholen und so weiter und so fort. Soll schöner sein, soll günstiger sein. Ich bin gespannt, wie es wird. Gucken wir mal. Man muss natürlich für das Advanced Honing die Raids gelaufen sein. Dementsprechend, so. Herrlich. Natürlich kommt mit diesem Raid ein neuer Kontinent. Südkursan. Und in den nachfolgenden Updates wird Kursan dann weiter geöffnet. Nordwest hast du nicht gesehen, deswegen jetzt bekommen wir Südkursan. Das ist so das ganz Graue mit Rot. Ehrlich, ab 1580er Alpenlevel können wir da ruf. Wir bekommen dann natürlich alles, was dazugehört. Überseedampfer, Abenteuerfolian, Beziehungen, Händler, Reiseschiffe, das neue Chaosportal für 1630. Damit wir die alle, die so hochgelevelt haben, mir aus. Auch endlich mal einen vernünftigen Chaos Dungeon laufen können. Alchemie geht hier Insel Herz, Weltenbäume. Ja, ihr kennt das ganze Spiel. Emotes, blablabla, Emotes, das wird gleich super wichtig tatsächlich. Hier noch ein paar Bilder von Kasaros selber. Das ist schön düster, es wird mit Sicherheit cool. Event, Chaos Ansturm, zwei Rückkehr des Drachen. Ich glaube, das habe ich mal gemacht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es ist ein neues Event, cool. Ich liebe neue Events. Allgemein, Shop Update, was ist allgemein? Monatliche Anmeldung, Hot Time, sehr schön. Das ist cool. Shop-Update, es könnte mich nicht weniger jucken. Allgemeines hier. Emote-Gewinner. Genau, die Emotes, das ist geil. Die Emotes, Alter, die sind richtig cool und ich freue mich super auf. Kann man das überhaupt sehen? Ne, kann man nicht sehen. Auf das Atrophin-Mokokochen. Das ist richtig cool. Das finde ich gut. Und den Floor-POV oben, Mokoko. Das sind so zwei, die will ich auf jeden Fall. Mitnehmen, gerade wegen meinem Breaker, jetzt mal, wenn ich in meine Form gehe, welches dieses Atrophie-Mannequin. Das ist so süß und so gut gemacht. Also dieses Mal waren im Emote-Contest wirklich, wirklich sehr talentierte Leute dabei. Ich wünschte, es hätten mehr reingeschafft tatsächlich, weil die waren echt grandios.
Und dementsprechend, ja, den dritten und den fünften, den will ich benutzen. Die sind richtig cool. Und dann PvP Season 5 juckt. Festungsupdate juckt. MVP Hintergrundsystem macht genau das. Ach, krass, kriegen wir jetzt auch. Schön. Update bei Belohnungen. Legion Raid hast du nicht gesehen, wisst ihr mal. Auch schön. Neuerung der Spielbalance. Ach, genau. Hawk, guck mal. Berserker. Ob kann ich jetzt scrollen? Ach du Scheiße, die Balance Patches kommen. Oh, dann ist das Einzige, was mich interessiert. Destroyer, nö, Piss, da müsst ihr selber gucken. Fähigkeit Gottes Lore, Radius des Flächenschadens ist jetzt konstant plus 30%. Hatten wir schon mal was drüber. Reichweiten Fähigkeitsbaum wurde in Beharrlichkeit geändert. Sprich also, das Ding bleibt so gut, wie es ist. Nur der Tripod, der es eigentlich so gut gemacht hat, wird jetzt ein Stoßimmunskill. Geil. Heiliger Schutzeffekt, der Heile wird geändert. Vorher 10 Sekunden. Mit TP herstellen, jetzt 6 Sekunden mit TP herstellen. 4 Sekunden weniger Cooldown, heißt besser schilden und heilen. Cool, heiliges Schwert. Vorher Stellungsgeschwindigkeit, jetzt Angriffsgeschwindigkeit. Sehr, sehr cool. Stellung wurde im flinke Finger geändert. Licht des Urteils bekommt jetzt einen Schwachpunkt. Das wird mir in den Kommentaren geschrieben. Schön, dass man es jetzt auch nochmal lesen kann. Das ist der einfache nur Lichtstrahl. Wie gesagt, habe das zum Bargain sehr cool, aber mir macht das Ding halt auch einfach nicht. Jetzt wäre es ein Bargainer plus ein Destruction-Punkt. Sehr, sehr cool. Katzen rasten wieder aus. Schlechter, nur PvP, nee, PvE. Schlagen, schlagen, Schaden, Schaden. Anstrengung spielt nicht. Brecher, ich glaube genau, der wird genervt, ne? PvE-Schaden, allen Fähigkeiten, einschließlich Erweckung minus 1,5%. Das hält jetzt echt wirklich nicht. Das ist eigentlich einfach PvE-Schaden Standard im Azura-Zerstörung minus 10%. Och, das hätte eigentlich sein müssen. Das hätte eigentlich sein müssen. Todesschütze spiele ich nicht. Artillerie spiele ich nicht. Scharfschütze spiele ich nicht. Machinist spiele ich eigentlich nicht wirklich. Kunstschütze nicht. Arkanistin nicht. Todesklinge geditscht. Schattenjägerin nicht. Lufttänzerin. Ach genau, perfekt. Hier kriegt ja einen Damage-Boost. Schaden aller Fähigkeiten plus 4,6%. Ich glaube, das gilt auch für beide Varianten. Weil ich finde, die Spec-Variante, die hängt schon ein bisschen hinterher. Schön, das ist das Update, das uns heute erwartet. Und ich freue mich da zwar drauf, aber ich werde es halt einfach nicht nutzen können, weil ich einfach nicht da bin. Deswegen ist es auch scheißegal. Auf jeden Fall, cooler Patch. Der Raid wird, glaube ich, richtig cool. Das Advanced Hunting freue ich mich drauf. Und dann schauen wir einfach mal demnächst Weg zu T4, was da so auf uns wartet. Das Update soll wohl 6 Stunden brauchen. Also... Das könnte ein bisschen dauern, bis das da ist. Da werden wir sehen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, da kommt morgen noch ein Video zum Thema Festival. Wer da Lust drauf hat, schaut da gerne rein. Wenn nicht, warum nicht? Habt noch einen schönen Tag. Und wir hören uns. Haut rein.